So. Du, chibidli, bleib. Ach du Scheißendreck. Boah, guck mal, wie schnell es geht. Guck mal, wie schnell das geht. Anscheinend ist Level 3 Maximum, ne? Oh Gott, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. War das nicht Level 5 bei Quicken Time? Alter, das sind nur 3-4 Monate oder 3 Monate oder sowas her, als ich das gemacht habe, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, da war Level 5 das Maximum. Ja, doch, ich bin mir fast schon sicher. Ist halt auch krass, was man seitdem schon wieder durchgezockt hat. Und an Let's Plays gemacht hat, ja, das ist heftig. Zugang zum Planetensicherheitszentrum ist jetzt offen. Jetzt sehen sie alt aus. Holen wir uns das Sicherheitszentrum. Cool, mehr Munition. Cool, mehr Munition. Das wird sehr begeistert dann. Ja, die Frage ist natürlich... Gehen wir jetzt nochmal hier hin, uns noch eine neue Waffe holen. Das ist natürlich scheiße, wa? Sag ich ganz ehrlich, dass es nur Level 3 ist. Wenn es nur diese Mission sind, ist das auch scheiße. Egal, ob es nur 15 Euro für mich gekostet hat. Wie gesagt, ich weiß es immer noch nicht, ob das jetzt irgendwie PlayStation Plus Bonus war. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das nämlich kostet sonst 20. Das ist scheißegal. Es ist scheißegal. Das ist keine Ausrede, bin ich der Meinung. Das ist dann, wenn es so ist, wenn es so ist. Ich rede jetzt nur, wenn es so ist. Das ist, wenn nur solche Sachen sind hier, nur verteilen, dann ist es scheiße. Kommt jetzt vielleicht noch was, dann kann man das, nehme ich das gerne wieder zurück, aber im Moment scheint es so, dass es wirklich so ist. Und das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich will ein richtiges Ratchet & Clank und nicht nur hier verteidigen und alles drum und dran. Wie komme ich jetzt dahin? Sag mal, ohne Scheiß. Ich glaube zum roten Pfeil, oder? So. Hello, Party People! Yeah, man, perfekt getimed. Ich rase hier einfach durch. Zwei Schüsse mit denen, das ist schon heftig, wa? Hat immer noch seine gelben Sprüche drauf. Mr. Zukon, Mr. Zukon, du bist zurück. Na komm, ich hau euch weg, Alter. Wer seid ihr denn? Guckt immer meine dicke Waffe an. Das Mr. Zukon, Mr. Zukon, los, los, los. Mann, muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Ja, du siehst doch, dass es so ist. Munition gefunden! Ich will Mr. Zukon an meiner Seite. Ihr Schweinehunde. Alter, diese Eruptor-Waffe, die ist richtig gut. Zwei Schüsse irgendwie fast nur. Wenn sie treffen. Zack, eins. Zack, zwei. Ja. Alter, die ist richtig gut. Ist richtig gut gerade. Komm her, du Gurke. Komm schon, Zukon! Ich brauche dringend Nanotech. Oh Gottes Willen! Wo ist denn hier Nanotech? Oh Gott. Hier nicht. Lalalalalalala. Scheiße. Ein bisschen weiter zurück vielleicht? Bisschen weiter zurück vielleicht. Das kann, nein. Da darf jetzt nicht sein, dass ihr jetzt kurz vorm. Guck mal. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das war jetzt von mir scheiße. Ich hab's doch. Ah, fuck, ich hab's schon wieder vergessen. Dass sobald du dich entfernst, dass die Scheißgegner wieder neu spawnen. Yo, Junge, willkommen im 2012, weißt du? Was ist das denn für ein Scheiß? Alter!
Du sterben auch, oder was? So, sehr schick, geschickt gemacht, dass hier überhaupt keine Energie ist. Energie, Junge, wir brauchen Energie, verdammte Scheiße hier. Warum ist hier nicht, weißt du, du bist in dem Bossgebiet oder was weiß ich, in dem Endgebiet von dem Level. Und da sind keine Sachen zum Wiederbeleben, nicht mal ein Ding. Nicht mal ein Ding. So kommt. Na, geht doch. Oh, Sokon, hat der Sokon getötet? Diese Sau. Sokon, ich räche dich. Alter, das ist cool, dass er nur angeschlagen ist. Zack, 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 und weg mit dir. Hier war Lebensenergie. Scheiße, Mann. Da war Lebensenergie. Das kannst du natürlich nicht sehen, wenn du hier so lang kommst und da die ganze Zeit hinzielst und ballerst. Ja, fuck. Okay, gut. Ja, dann war das einfach. Dann war das einfach meine Schuld, dass ich nicht richtig hingeguckt habe. Aber neue Munition! Yeah, Mr. Sokon. Ich sag mal so, das Gameplay ist das gleiche. Das Gameplay, wie du hüpfst, wie du dich bewegst, wie du schießt und so, das ist alles das gleiche. Das ist auf gleichem Niveau. Das ist, da kannst du nicht sagen, dass sie sich da irgendwie bei der Steuerung auch rumgeschlampt haben oder so. Aber das macht nicht nur das, macht es ja aus. Das macht ja nicht das Ratchet-Spiel aus. Das alleine. Weißt du? Sondern die Story macht das aus. Der Witz ist auch vorhanden, aber viel zu wenig, weißt du? Ihr habt es ja selber gesehen. Der Witz ist ja vorhanden. Der Witz ist ja wieder vorhanden mit der Figur und hast du nicht gesehen? Mit dem Gegner und alles. Aber ja, ist anscheinend überhaupt nicht Story betrieben, sondern wir verteidigen nur. Das Missionsdesign ist auch, ja. Wir werden sehen. Wir machen jetzt den zweiten Planeten jetzt klar. Und dann schauen wir uns den dritten an, auch wenn ich die Befürchtung habe, dass es der dritte auch noch so ist. Was natürlich auch sein könnte, weil wir gesehen haben, beim ersten Planeten, dass der noch erst zu 28% gefüllt ist, beendet ist, dass vielleicht denn der erste Durchlauf der Planeten sind Verteidigung und der zweite ist was anderes, aber das ist einfach, das spricht sehr viel Hoffnung einfach aus mir raus, weil ich nicht will, dass es nur das ist. Wahrscheinlich ist es aber so, leider. Es sieht nämlich so aus, als würde es nur das sein und dann steigern die sich immer, was du dazu bauen kannst. Und so, das ist ja cool, aber dann müssen die das vorher meiner Meinung nach richtig, sagen wir mal, als Tower Defense Spiel anpreisen und nicht hier das neue Ratchet und Clank Spiel. Der sagt, das neue Ratchet und Clank Spiel diesmal mit Tower Defense. Oder haben die das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Kann natürlich auch mein Fehler wieder sein. Weiß ich nicht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie jetzt sagen, wow, hier, neues Ratchet & Clank Game, so awesome and wow, wait, what's going on in the shit, this motherfucking town, das wird ein richtig geiles Tower Defense Game. Ja, okay, ist ja nicht verboten, das zu machen, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist einfach nur gerade so, einfach meine Gedanken gerade, die mir gerade durch den Kopf gehen. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Ich
Wir bezahlen mit Schmerzen. Ah, mein Gott. So. Nein, ihr habt einen Turm zerstört, ihr Sackgesichter. Mr. Zukon! So, die haben gar keine Kniste hier gegen mich. Gar keine Chance, Junge. Na, wo bleibt ihr denn? Kommt doch her! Ihr Schnullibacken. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? So. Ja, ist mir gerade irgendwie eben Pop-Up-Fenster einfach ins Gesicht geploppt. Scheißdreck hier. So. Schnell auf die andere Seite wieder, schnell, 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 schnell. Oh, oh, die Barriere ist sogar schon angeschlagen, ordentlich. Das reicht nicht für einen Turm. Ah. So ist das mal. Aber wie lange geht denn das noch? So, komm, gemiet. Alter. We feud. Ach, easy, Jungs, easy. Mr. Zukon. Ich meine, ich muss dazu sagen, es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht. Verstehe mich da nicht falsch. Es macht Spaß, es macht Spaß. Ich mag ja auch Tower Defense und so weiter, aber das Ding ist ja, wenn es nur so ist, das wäre halt schade. Wenn es mit dabei wäre, so als Idee, ist es doch geil eigentlich, aber ja, ich meine, ich denke mal, ihr seid ja nicht dumm, ich denke mal, ihr versteht genau, was ich meine halt. Oh fuck. Sind die da durchgebrochen? Alter. Hat der die Bombe gesehen? Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Die war gar nicht so schlecht. Zack, so, dann treten die da drauf, dann wird alles verlangsamt, dann haben die, ja, geschützte Zeit darauf zu schießen, wie sonst was. Mr. Zukon muss immer an meiner Seite sein. Ohne Mr. Zukon bin ich nicht Mr. Zorbus, weißt du? Das ist so. Alter! Alter, jetzt greifen sie aber an. Jetzt wollen sie es wissen. Sag mal, ohne Witz, wie lange soll das noch gehen? Es reicht doch langsam. Wir haben doch jetzt mehrmals schon so dicke weggehauen. Jetzt die Munition ausgehen? Thank you.
war's, glaube ich. Neustart abgeschlossen. Das Planetensicherheitszentrum ist jetzt einsatzfähig. Ein Generator verloren, Scheiße. Der Planet ist jetzt sicher. Der Planet ist jetzt sicher. Kronk. Boah, der macht hier unmit, boah, voll ist da und so, aber nein, da stellt er kein Haar und so. Gut, da haben wir das auch geschafft. Und jetzt zurückkehren zum Hauptschiff. Also ich weiß nicht, wie gesagt, könnt ihr wirklich gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Auch von der, wie gesagt, aus reinem Interesse erstmal nur, ob da überhaupt Interesse besteht wegen der KD Collection oder so weiter. Vielleicht, vielleicht nicht. Mal sehen, ich frage jetzt einfach nur mal aus Interesse, um das so, ja, in Erwägung ziehen zu können. Vulkarianer voll platt gemacht. Ich habe unten im Frachtraum diese Groovy-Trons gefunden. Ich glaube, ich schmeiß nachher noch eine kleine Party. Oh yeah, Groovy-Trons. Alles klar, gut, Leute. Aber jetzt höre ich jetzt erstmal auf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.